Hallo zusammen, es ist soweit. Der Monat ist abgeschlossen, 30 Tage sind durch. Wir kommen, nein, heute ist der 30. Tag. 30. Folge LP Train at Home. Ich freue mich, sind wir wieder mit dabei. Was haben wir heute auf dem Programm? Standardmäßig Warm-up, Kraftteil, Workout und ein kleines Cooldown zum Schluss. Und wie immer starten wir mit dem Equipment. Was brauchen wir heute? Relativ wenig. Ein Sixpack Wasser und dann entweder ein richtiges Miniband, wenn ihr das nicht habt, alternativ ein Gummischlitz oder irgendein Gummiband, das ihr habt, wo ihr vielleicht so eine Schlaufe daraus machen könnt und euren eigenen Körper. Das ist alles, was wir brauchen. Dann starten wir gerade mit dem Warm-up. Wir haben heute ein Warm-up mit einem Miniband oder wie gesagt mit einem Gummischlitz, wo wir vor allem auf unsere Schultern und auf unseren Squat eingehen. Shoulder and Squat Warm-up mit einem Miniband. Das Erste, ihr startet, nehmt das Miniband über die Handgelenk. Dann von hier aus Schultern sauber positionieren, Bauch leicht spannen. Die Arme sind ganz gestreckt nach oben. Wir geben schon ein bisschen Spannung aufs Gummiband. Und dann von hier aus 10-mal auseinanderziehen und zusammen. Wenn ihr die 10 habt, geht ihr etwa auf 45 Grad, hätte ich jetzt gesagt. Dann da macht ihr wieder 10, die Schultern immer schön hinten zusammenziehen. Wenn ihr 10 Stück habt, gehen wir auf 90 Grad, Bauch ist gespannt und 10-mal die Schultern schön hinten aktiviert. Dann gehen wir auf 45 Grad nach oben, nochmal 10 und gehen ganz über den Kopf, nochmal 10 und beim Abgehen auf jeder Position nochmal 5 Stück. So dass wir alles nochmal durchgemacht haben. Dann das Gummiband wechseln. Von den Armen gehen wir runter zu den Füßen, respektive zum Squat. Wir nehmen das Gummiband oberhalb der Knie, wenn ich es dann schaffe. So. Oberhalb der Knie. Gehen in den schulterbreiten Stand. Gehen leicht in Squat, noch nicht weit runter, nur so ein Viertel Squat. Und von hier aus 10-mal pro Seite. Das Knie rein, das linke bleibt, Knie raus. Der Fuß bleibt schön flach am Boden, rein und raus. So aktivieren wir unsere Gesäßmuskulatur. Dann machen wir das Gleiche auf dieser Seite. Das Knie bleibt schön draussen. Das linke bewegt, der Fuß bleibt flach am Boden. Wenn wir das haben, gehen wir gerade ins Squat runter, Knie schön nach außen drücken und 20-30 Sekunden in einem tiefen Squat heben. Jetzt stehen wir wieder auf, nehmen das Gummiband weg, gehen wieder auf die Schultern. Wir nehmen es wieder ums Handgelenk, die Schultern wieder sauber positionieren. Jetzt gehen wir in einen 90-Grad-Winkel. Und von hier aus schieben wir unten den Unterarm auseinander, dass wir eine Aussenrotation generieren. Und von hier aus gehen wir mit dem 90-Grad-Winkel schön weit rauf, kurz heben und wieder runter. Das Ziel ist immer, dass ihr die Aussenrotation generiert. Das heisst, hier oben eure Hände drücken immer nach außen, sodass die Ellbogen schön unter den Handgelenken sind. Und dann machen wir die Bewegung 10-mal. Schön auf raus drücken. Wenn ihr 10 habt, streckt eure Arme, gebt einen leichten Zug auf die Hand und wir gehen den ganzen Weg 10-mal auf und ab. Der Bauch ist immer leicht gespannt, die Schultern sind immer schön hinten. Gut, dann haben wir das. Wir gehen wieder runter auf die Füße. Das Mal bleiben wir unten bei den Füßen. Und wir machen Mini-Band oder Banded Walks. Das heisst, das Gummiband ist an den Füßen. Wir sind leicht in den Knien und starten seitwärts. Wir laufen seitwärts. Und zwar haben wir jetzt etwa 30 cm Platz zwischen den Beinen. Und das sollten wir immer haben. Wir machen einen grossen Schritt oder einen kleinen Schritt. Die Knie bleiben schön aussen. Und dann komme ich nachher. Schritt und nachher. Schritt und nachher. Und so mache ich plus minus 20 bis 30 Schritte.
natürlich immer die eine Hälfte nach links und die andere Hälfte nach rechts. Auch hier wieder, der Bauch ist leicht aktiviert. Wir sind leicht in den Knie. Die Knie zeigen immer nach außen, dass ihr nicht so grosse Schritte macht, dass plötzlich die Knie nach innen zeigen. Dann gehen wir wieder zurück. Sagen wir mal 15 nach links, 15 nach rechts. Aus dem Gleichen raus. Nachher das Gummiband wieder aufnehmen. Über die Knie. Und dann machen wir so 15 Air Squats. Knie immer schön nach außen drücken. Schön hinten absitzen. Knie sind draussen. Und 15 kontrollierte Air Squats. Mit aktivierten Glutes. Haben wir die 15? Kommen wir zu der letzten Schulterübung. Das Gummiband kommt wieder. Hier hin. Wir gehen plus minus auf 90 Grad. Schultern hinten an. Dann winkeln wir an. Und dann von hier aus nichts anderes als ein komplette Shoulder Press. Jetzt wichtiger Faktor wieder, dass wir wieder in die Außenrotation gehen. Das heisst, meine Handgelenke sind über den Ellbogen, nicht da, sondern da über den Ellbogen. Und durch das generieren wir wieder eine Außenrotation. Der Bauch ist super gespannt. 10 bis 15 Wiederholungen. Und dann das letzte Mal das Gummiband um die Beine. Wieder um Fußgelenk, Schulterbreiter Stand, leichte Knie. Und wir starten mit Fersen gab führen. Ihr seht, der Abstand bleibt gleich. Das Knie bleibt schön aussen. Zurück, dann raus, zurück und hinteren. Wir machen immer einen langen Schritt. Das Gewicht ist auf dem linken Fuß jetzt aktuell. Der rechte macht möglichst grosse Bewegungen. Fünfmal links, fünfmal rechts. Der Abstand zwischen den Füßen ist nie kleiner als die plus minus 40 cm. Das macht ihr sicher mal eine Stunde und dann je nach Wohlbefinden macht ihr es noch eine Stunde oder nehmt für euch vielleicht die eine oder andere Übung raus, wo ihr das Gefühl habt, mal dort möchte ich noch etwas mehr daran arbeiten. Dementsprechend solltet ihr nachher ready sein für das Workout, respektive für den Kraftteil. Gummiband brauchen wir nicht mehr. Kraftteil. Der Kraftteil ist heute Fokus nur auf dem Rumpf. Wir machen dreimal einen Komplex. Und das Ziel wäre, dass ihr diesen Komplex am Stück durchmacht. Es sind 1, 2, 3, 4 Übungen. Mit einer gewissen Anzahl Wiederholungen. Und die ziehen wir am Stück durch. Zum Starten liegen wir am Boden. Und wir machen nichts anderes als einen Hollow Hold. Das heisst, auf den Rücken liegen, Bauch aktivieren, dass die Schultern vom Boden wegkommen, den Arm strecken und die Beine in die Luft. Das tun wir 20 Sekunden lang heben. 19, 20. Direkt anschliessend. 6 One-Legged-V-Ups. Ohne Pause zu machen zwischendrin, gerade direkt 6 machen. 6 heisst 3 links, 3 rechts. Von ganz gestreckt auf Bein berühren, auf Bein berühren. Bein wechseln immer ab. 6 Stück. Dann gehen wir wieder in die Hollow-Position und machen 20 Flutter-Kicks. Bein auf und ab. Ein links, eine rechts ist eine Wiederholung. Das heisst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Schultern bleiben in der Luft, der Bauch ist komplett gespannt. Zum Abschluss von dem Ganzen Füße aufstellen hinter dem Gesäß und dann machen wir Alternating Heel Touches von da aus 1, 2, 3, 30 Stück von denen. Und wenn ihr das durch habt, dann habt ihr Pause. Das Ziel ist wirklich, dass wir versuchen, die vier Übungen am Stück durchzumachen.
Das heisst, noch mal kurz zum Zeigen. Aus dem Hollow Hold. 20 Sekunden direkt in One Leg V-Up. 6 Stück direkt in die Flutter Kicks. Direkt in die Lateral Heel Touches. Das wird euch richtig, richtig schön anfangen führen im Bauch. Dann macht ihr Pause. Solange wie ihr das Gefühl habt, braucht ihr Pause. Und dann wiederholt ihr das Ganze noch zweimal. Wir machen 3 Runden von diesen 4 Übungen. Einfach als Core Destroyer, würde ich dem mal so sagen, zwischendrin. Wenn wir das haben, check! Kraftteil ist es für heute. Dann gehen wir nachher ins Workout. Und heute ist das Workout etwas spezieller. Weil wir haben immer ganz kurze Zeit, wo wir arbeiten. Verhältnismäßig eine lange Pause. Aber in dieser Zeit, wo wir arbeiten, gehen wir immer all out. Nicht gehen wir, sondern gehen wir immer all out. Gummibänder können wir auf die Seite legen. Das Einzige, was wir heute brauchen im Workout, ist ein Sixpack Wasser. Vielleicht, um darauf aufmerksam zu machen, wir arbeiten heute relativ schnell und machen relativ viele Wiederholungen in kurzer Zeit. Einfach so als Tipp, schaut, dass ihr ein Sixpack habt, das noch so gut zusammenhält. Nicht, dass ihr plötzlich, wenn ihr ein bisschen Gas gebt, noch die Hälfte der Flasche durch die Wohnung durchfliegt. Wir haben 6 Übungen. 6 Übungen, wo wir immer 20 Sekunden arbeiten, Vollgas, und dann 40 Sekunden Pause machen. Also wir haben doppelt so viel Pause, wie wir arbeiten. Aber sind wir mal gespannt, wenn ihr Vollgas gebt, High Intensity Gas gebt, dementsprechend wird es euch recht gut. Werdet das Ganze recht gut spüren. Folgende Übungen, die wir zusammen durchgehen. Das erste, der Sixpack Snatch. Sixpack ist am Boden, zwischen den Füßen. Ihr steht ein bisschen breiter als schulterbreit. Nachher die äusseren 2 Flaschen heben. Gerade Rücken machen, von der Seite gesehen, dass wir hier wie in einer Deadlift-Position starten können. Und von hier aus mit Schwung direkt über den Kopf. Am Boden, über den Kopf, am Boden, über den Kopf, am Boden und über den Kopf. Passt auf, wenn ihr oben seid, dass ihr nicht zu fest ins hohle Kreuz fallt, sondern wirklich gerade aufgeht. Die Rippe runterziehen, das Gesäß anspannen und den Boden immer kurz berühren. Hier in dieser Position ist der Rücken schön gerade. Der Fokus der Kraftübertragung geht über die Beine. 20 Sekunden, so viel wie möglich. Nächste Übung. Sixpack genau gleich, also 40 Sekunden Pause. Dann nehmen wir Sixpack gleich in die Hand. Nehmen es aber hier vorne drauf. Ich kann die Zeit nehmen wegen dem Mikrofon. Das Ziel sind Front Squats mit dem Sixpack. Von hier. Das Becken geht hinten. Und wir sitzen ab. Und auf. Wichtig bei dieser ganzen Geschichte. Immer das Gleiche beim Squatten. Die Ferse ist am Boden, die Füße sind komplett flach am Boden, die Knie zeigen nach außen und euer Oberkörper ist möglichst aufrecht. Und jetzt habt ihr noch zusätzlich das Sixpack dabei. Probiert das, wenn möglich, waagrecht zum Boden zu heben. Weil so habt ihr automatisch recht und aufrechte Körperhaltung und fängt nicht an, hier zu fest vorne reinzugehen. Das hilft euch, eine gute Position zu haben. 20 Sekunden Squats, so viel wie geht. Dann kommt zwischendrin eine Übung ohne Sixpack. Mountain Climbers haben wir auch schon gemacht in dieser Serie. Ihr startet in einer Liegestützposition. Der Bauch aktiviert, nicht dass er durchhängt. Und die Schultern sind schön über den Handgelenk. Von hier aus, abwechslungsweise, gehen die Knie führen, geht die Ellbogen berühren. Den Bauch gespannt, nicht durchhängen und von hier. Abwechslungsweise Knie führen ziehen zum Ellbogen. 20 Sekunden Vollgas, 40 Sekunden Pause. Dann gehen wir wieder weiter mit dem Sixpack. Kommen wir zu einem Sixpack Swing. Wir starten gleich am Boden.
Packe das Sixpack, dann zwei Flaschen wieder. Dann stehen wir auf. Und jetzt bleiben wir stehend. Flasche oder Sixpack berührt jetzt den Boden nicht mehr. Von hier aus leichte Vorlage generieren, dass Flaschen hängend sind in der Luft. Mit Schwung von hier in einem runden Bogen über den Kopf aufziehen. Die Arme sind ganz gestreckt. Gerade Rücken, gespannter Bauch. Wie bei einem Kettlebell Swing. Schön aus dem ganzen Körper arbeiten, bis gerade über den Kopf. Immer leichte Spannung im Rumpf, dass man nicht anfängt, überdehnen über den Kopf. Dann geht es weiter. Eine zusätzliche Ableitung vom Front Squat, den wir vorher gemacht haben. Und zwar Sixpack Thrusters. Der Squat bleibt genau gleich. Jetzt stehen wir aber auf und gehen mit der Flasche über den Kopf. Hier wieder für den Squat darauf achten, dass die Knie schön draussen bleiben. Die Fersen am Boden, aufrechter Oberkörper. Und aus den Beinen raus aufstehen. Sobald ich ganz stehe, Arm strecken. Bauch spannen. Nicht hinten liegen, schön gerade bleiben. Und auch hier wieder so viele Wiederholungen machen wie möglich. Die letzte Übung: Jumping Jacks. Standard Jumping Jacks zum Abschluss des ganzen Set. Es sind wie gesagt 6 Übungen. 20 Sekunden arbeiten, 40 Sekunden Pause. Wenn ihr nach der 6. Übung fertig seid, habt ihr 1 Minute 40 Pause. Das heisst, die 40 Sekunden der Übung plus 1 Minute zusätzlich. Und dann startet es nochmal vorne. Das Ganze machen wir 4 Mal. Das Ziel von euch soll sein, dass ihr in jeder Runde mehr Wiederholungen arbeitet. Egal, ob ihr in den einzelnen Übungen mehr arbeitet, aber versucht im Total mehr Wiederholungen zu schaffen. Das heisst für euch, zählt immer weiter. Erste Übung 10, zweite Übung sind wir bei 16 und so weiter und so fort. Durchzählen, schnell aufschreiben, haben eine Minute 40 Zeit. Und das Ziel ist, in der nächsten Runde mehr Wiederholungen zu schaffen. Wenn wir das haben, ein bisschen durchschnaufen und zum Cooldown gehen, gehen wir zuerst an die Wand. Plus minus 20 cm von der Wand. Ah oh nein, falsch, erst nachher, sorry. Zuerst hocken wir ganz an die Wand für einen Wall Squat. Füllen an der Wand, dann Beine schön nahe abnehmen, dass wir richtig in einen tiefen Squat hocken. Unsere Beine können ausdehnen. Die Arme nehmen wir über den Kopf. Probieren den Rücken flach am Boden zu legen und probieren gut durchzuschnaufen. Schön entspannen, probieren runterzufahren. Wenn wir das haben, plus minus 2 Minuten, gehen wir von der Wand ein bisschen weg, sodass wir etwa auf 90 Grad sind mit euren Beinen und machen den Half Lotus. Das heisst, das eine Bein, das Fußgelenk aufs Knie legen, Rücken flach am Boden und dann drücken wir hier mit der rechten Hand das rechte Knie Richtung Wand. Das sollte vor allem so ein bisschen hinten über das Gesäß abdehnen. Achtet aber darauf, dass ihr hier nicht einfach drückt und unten das Becken einfach wegkippt, sondern schön probieren, gerade zu bleiben, Druck aufbauen und das Becken möglichst gerade behalten. 1 Minute rechts, dasselbe nachher auf der linken Seite. Das Füllen ist am Boden. Wenn ihr hier Druck aufbaut, schön probieren, still zu bleiben und nicht wegzudrücken. Immer gut durchschnaufen bei dieser ganzen Geschichte. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. So könnt ihr schön den Puls kontrollieren und euch wieder ein bisschen erholen. Wenn wir das haben, gehen wir ein bisschen auf den Oberkörper ein. Das Erste, was wir machen, ist Cobra. Für die, die gut beweglich sind, geht näher an die Wand mit den Knien und die Füße hinten aufsetzen. Dann könnt ihr da mal ablegen.
Und dann von hier aus probiert ihr euch mit der Hand so weit aufzudrücken, wie es geht. Ziel wäre aber, dass die Hüfte am Boden bleibt. Das heisst, je nachdem vielleicht nur auf den Unterarm und da schön aufdrücken. Wenn das gar nicht geht, normal am Boden und da einfach rausdrücken. Die Hüfte bleibt am Boden und wir strecken uns schön nach oben auf. Zusätzlich den Kopf ein bisschen in die Luft nehmen. Und dann haben wir das plus minus 2 Minuten. Und zum Abschluss nehmen wir die Knie vor. 90 Grad im Kniegelenk, 90 Grad in der Hüfte. Strecken die Arme weit, weit weg von uns. Legen die Vorne runter. Tief durchschnaufen. Schön in die Schulter reinlegen. Und auch das plus minus 2 Minuten haben. Und dann wäre das geschafft. Das Cooldown. Wenn ihr noch mehr machen wollt, wenn ihr ein bisschen das Gefühl habt, ihr wollt noch etwas Zusätzliches machen, mache ich das. Aber im Großen und Ganzen wäre es für uns soweit geschafft für heute. Folge Nummer 30. Check! Und ich hoffe, wir sind auch morgen wieder dabei mit der Folge Nummer 31. Macht's gut! Ciao zusammen!